Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, dass ihr aufwacht, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde, ich eröffne die Plenarsitzung. Kollege Merz, ich eröffne die Plenarsitzung. Wenn du gestattest, stelle die Beschlussfähigkeit fest und teile mit zur Tagesordnung offen 9 bis 16, 18 bis 32, 34 bis 39, 41 bis 43, 45, 54 bis 58 und 62. Es ist noch eingegangen, ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Weichen für den ÖPNV in Hessen in Richtung Zukunft gestellt. Drucksache 19-6108 müssten Sie alle haben. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 64, und wir können das mit Top 43 aufrufen. Widerspruch nicht der Fall. Wir tagen heute bis 18 Uhr. Mittagspause eine Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen der Aktuellen Stunden und so weiter. Nach dem Tagesordnungspunkt 55 wird Top 62, dringlicher Antrag zum Thema ohne Aussprache, sofort abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt ab 13 Uhr der Herr Ministerpräsident, die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig, ab 17 Uhr der Herr Staatsminister Tarek Al-Wazir, ab 14 Uhr die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Es sind entschuldigt die Frau Abg. Öztürk. Erkrankt ist die Frau Abg. Hofmeier, die Frau Abg. Alex. Ich gehe davon aus, die Kolleginnen und Kollegen, die bereits gestern und vorgestern entschuldigt waren, sind ebenfalls entschuldigt wegen Krankheit. Ne? Halten wir so fest, haben wir sie alle drin. So, das war das, was wir vorneweg an amtlichen Mitteilungen hatten.